Ja. Schreibt da nicht so viel. Haben wir das mit der Tastatur? Wenn ja, tut es mir sehr leid. Lust, wo zu treffen, wen denn? Den Cube oder was? Ja, natürlich. Ja, aber wenn wir da verlieren, dann müssen wir wieder farmen. Und er Wenn wir holt sich verlieren, laufen wir weg. einfach ein Ersatzequip, weißt du? Das ist das Problem. Und wenn wir gewinnen, haben wir ein Ersatzequip und zwar ein ziemlich gutes. Was, kann man eigentlich Wolle zubauen oder geht das nicht? Nur eine Frage Kann man so. tun, aber das ist ja gegen die Regeln. Ja, das wissen wir. Liska. Der soll mal ein Clip farmen jetzt. Also ich sag mal so, neben zu 20 mit 10 oder 12 Schlägen ungefähr die Hälfte meiner Leben abgezogen. Also da, mit Full Aber. Iron sind die absolut keine Gefahr. Nee, die hatten halt nix, ne? Das ist ja. Ja. Ja, wo bist du? Direkt hinter dir. Dann ist ja gut, dann muss ich mich nicht umdrehen. Ich war hinten im Big World, war ich noch nie, glaube ich. Jo. Oh, ein Hase. Ist er tot? Ich hab's genau gehört. Ich habe ein Schreien gehört. Du Mörder! Du Mörder! Oh, Squids! Du tötest doch nicht etwa die Squids, wenn das Lari sieht. Nein, das mache ich doch nicht. Wenn das Lari sieht. Ich weiß nicht, ob die das Battle guckt, aber wenn sie das sieht. Ich weiß nicht, ich habe sie leben lassen. Ich will das nur festhalten, gerade fürs Protokoll. Oh, ich habe zwei Hungerkeulen. Moment, da ist ein Hase. Kommst du? Ja. Wir haben einfach Bock, von einer Seite zum anderen zu rennen, weißt du? Die Map ist schon. Ich glaube, wir haben die zu groß gewählt. Dadurch, dass sie nicht rund ist, sondern eckig, ist einfach viel mehr Platz. Ja. Nächstes Mal ein bisschen kleiner machen. Ja, wir können das, wie gesagt, nächstes Mal vielleicht mit dem World Border machen. Hier fehlt ein Stück Gras und hier sind keine Schafe. Hier fehlt noch ein Stück Gras. Okay. Ich sag's nur so, ne? Eigentlich müssten dann Schafe in der Nähe sein, oder? Das hat jemand getötet. Lila Wolle, Lila Wolle, Lila Wolle. Nice. Hast du noch eine? Nee, aber damit haben die genau kein Leben mehr. Es tut mir ein bisschen leid. Jo. Warte, wir haben noch eine in der Kiste, oder? Haben wir die noch oder ich weiß es nicht Nee, die mehr. habe ich mitgenommen und die habe ich schon vercraftet. Das ist, man findet immer das vom letzten Team. Ich weiß nicht warum, aber es ist immer so. Es tut mir so leid, ehrlich. Das heißt, wenn jetzt einer von denen stirbt, sind sie raus, oder was? Ist einer zumindest raus. Ja. Also wenn sie die Wolle vorher platzieren. Ja gut, das müssen sie ja 15 Minuten. Bist du noch hinter mir oder wo bist du? Warte mal kurz. Was Nein, haben wir denn hier? du bist nicht hinter mir. Und hier liegt, Sprengpulver rum. Einfach mal so. Kann eigentlich nicht sein. Muss eigentlich hier in der Nähe gewesen sein in den letzten paar Minuten. Was liegt hier rum? Sprengpulver habe ich gerade aufgehoben. Also irgendjemand hat einen Creeper hier getötet. Puh, hier hat sich ja keiner rübergebaut. Nö. Meine Skills versagen. Ah. Ich habe überhaupt keine Blöcke mehr. Ich sollte mal wieder welche irgendwo farmen gleich, wenn wir mal irgendwo an Ja. Bergen sind oder sowas. Oder hast du noch welche, die du mir geben kannst? Kann man ein paar geben, ja. Gib mir mal irgendwas Schönes. Ah ja, danke. Auf dem Berg. Oh, das war ein Stuhl. Ich krieg. Tut mir leid. Oh, der Berg in der Mitte, da könnte natürlich auch noch welche sein, stimmt. Aber Was sind da oben? Die Leute raufgebaut auch. Wollen wir da hingehen oder was? Keine Ahnung, ich denke mal, die Leute haben sich darauf gebannt zu sehen, ob da eine Wolle oben ist und nicht so sehr, um sie zu platzieren. Beziehungsweise, die Wolle wird wahrscheinlich schon weg sein. Ne, wenn sich jemand platziert, dann macht das normalerweise unauffällig. Hier ist einer vor uns hergelaufen, oder? Du hast schon wieder was aufgehoben. Ja. Das wird er nicht machen, weil er genau weiß, dass wir dann auch kommen. Richtig. Ich weiß nicht, ob die jetzt wieder Angst vor uns haben, vielleicht ein bisschen. Bis jetzt hat Kübi Ja, alles niedergemäht, ne? Wir aber auch. Ja, auf was sind wir schon großartig getroffen? Also. Ja, ich hab, glaube ich, also wir haben. Letzte Season haben wir. Hier Grenze und Karp einmal gekillt. Jetzt Aufnahme meinst du? Ja. Ja.
Sonst. Warte, ich muss das essen. Warte mal, ich habe 3 Hungerkeulen. Ich habe schon 20 Hühnchen gegessen, ey. Wie kann das denn sein? Davon verbrauche ich fast gar nichts. Ja, wie gesagt, wir haben dann ein bisschen runtergeschraubt den Hunger. Ja. Ja, trotzdem sind das schon so viele jetzt mittlerweile. Wir müssen was töten, damit ich wieder was zu essen kriege. Ja. Haben wir ja alles in der Base gelassen. Rennen wir jetzt mit oder wo rennen wir? Oder. Ich habe keine Ahnung, was wir machen gerade. Ja, bist du die 1v1? Einfach so mit ein bisschen Eisenrüstung oder so? Nee, so riesig. Ja, das würden wir zwar schaffen, aber. Ich würde gerne gegen Cube Inter gewinnen, weißt du? Das ist so. Ja, natürlich, aber wenn wir so Sachen vorher verstecken, mein Gott, dann ist halt, dann sind halt 2 Leben weg. Ob wir da jetzt 13 oder 11 haben, ist doch letztendlich auch egal. Und die haben, falls sie sterben, sind sie draußen, wenn nicht, haben sie noch eine kleine Chance. Naja, aber also. Das Schwert ist ja auf jeden Fall weg und das ist schon. Ja, wir können die Sachen hier vorher verstecken und damit Eisenrüstung hingehen. Und wenn wir den dann gekillt haben, gehen wir wieder zurück und holen uns die Sachen. Ich habe keine Eisenrüstung. Ja, können wir so machen. Hast du Eisenblöcke dabei? Dann müsstest du wieder runter in die Base. Wir müssen nochmal runtergehen, ja. Oh, das dauert ja ewig. Können wir nächstes Mal machen oder was? Keine Ahnung, oder. Ja, die wollen. Ich nehme an, also. Die wollen wahrscheinlich aussteigen. Ja, das ist alles. Bei dem Lebensstand sehe ich auch da jetzt nicht mehr viel Hoffnung für die jetzt. Also. Nicht, dass ich jetzt irgendwie die vielleicht einschätze oder so, aber bei dem Stand sieht es schon ziemlich bitter aus. So braucht nur einen Cube oder wie einen mal über den Weg rennen und das war's. Also komm, lass Alben von Wir irgendwie machen. Dann müssen wir runter zu unserer Base. Ja, egal. Na gut, machen wir das. Weißt du den Weg? Ja. Eisen ohne Bogen, das verlieren wir doch. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Ach was? Da. Warte, wie geht das? Der Zombie killt dich. Ach was, 1,5 Herzen da. Was sind denn Backsteps? Ja, dass uns keiner hinten nach dann nachrennt und uns dann killt, wenn wir gegen die kämpfen. Was? Da geht nichts anderes? Weil ein Dark Souls Spieler ist. Hey, da ist ein Diamantrüstung-Typ. Hey! Wo? Direkt da. 2 Stück sogar. Gehen, die sehen uns noch nicht. Ah, oh, du hast uns verraten. Ach was. Wenn einen hast du nicht dann. Das hatten wir mir dann. Ach, jetzt hör auf mit Pfeil und Bogen. Boah, spam doch nicht mit Pfeil und Bogen rum, ey, Alter. Wenn du low bist, pass mal auf. Ich hab gerade mal 2 Herzen verloren bis jetzt. Aber ist ein Goldapfel. Alles gut für dich? Alles gut bei dir? Ich hab volles, Leben. Alles gut. Ich muss aber was essen, damit ich hinterherrennen kann. Ja, ich sammle mal den Stuff von dem. Schaut euch, die hat einen OP Goldapfel. Ja, die rennt ja bald weg. Den Goldapfel gegessen und rennt weg. Ja, einen OP auch Goldapfel meinst du? Ja, die. Ich habe einen OP auch Goldapfel von dem jetzt bekommen. Ja, ist doch nice. Ja. Die rennt so schnell weg. Was war auf dem Schwert gerade? Sharpness 4 Fire Aspect 1. Nice. Eisenschwert oder was? Eisen, ja, leider, aber trotzdem. Das ist, glaube ich, sogar besser als mein Tierschwert, das nehme ich jetzt auch mal. Wegen Sharpness 4. Keine Ahnung, warum der mich gehittet hat. Wahrscheinlich total erschrocken. Wo bist denn du? Oh, hey, der läuft wieder auf mich zu. Wer läuft auf dich zu? Ach, Sydia ist das, ne? Ach, ne, Sydia. Der holt sich wahrscheinlich seinen Stuff wieder. Ja, aber dann kannst du ihn wieder angreifen. Nee. Lass dann ruhig. Wo bist denn du? Hier ist noch ein Typ. Hier hinten sind noch 2 Typen, Eisentypen. Nee, dann lauf weg. Sag mir die Quads und lauf weg. Ja, ich renne auf die Mitte zu. Gut, ich bin bei der Mitte. Direkt bei der Mitte. Dann guck raus, dann siehst du mich schon kommen. Wo denn? Ja, es gibt 4 Richtungen bei der Mitte. Ich bin gleich bei der Mitte. Bin gleich da. Ich bin in dem Gebäude drin. Ja, ich komm jetzt auch da rein. Ich weiß nicht, ob die hinter mir herrennen, ist mir auch egal. Da bist du, da, okay. So, komm wieder. Die verfolgen. Ja. Die waren zu dritt da jetzt. Keine Ahnung, warum der mich geschlagen hat. Der hätte mich doch vielleicht sogar, also nicht kriegen können, aber du hast gut viel Damage machen können. Der ist auch nur da gestanden. Ich hab den anderen gestanden, den Eisentypen, aber der hat dann mit Pfeil, mit Bogenspam hat ziemlich auf Abstand gehalten. Also, wahrscheinlich killen die jetzt, weil die. Ja, hier. Die 2 sind von rechts gekommen und sie ist halt darauf zugelaufen. Die müssen. Hast du gesehen, welche Richtung die sind? Aber die hatten auch nur Eisen, das waren also keine. Das waren Discario wahrscheinlich. Nee, was hab ich nicht gesehen? Ich schätze mal, dass die Discario waren, es waren nur Eisentypen. Warte mal, Enderman. Ja. Jo, Enderperle. Das hast du auch, ne? Ja, warte, ich pack die bei mir rein. Okay, alles gut. Schon wieder Regen, ey. Oh, Gewitter sogar. Oh. Die haben Alkira bekommen. Liscario ist tot, ja. Upsa. Liscario ist raus. Hast du jetzt noch Wolle? Gib mir mal die Wolle, ich hab noch eins.
Achso, ja. Hier. Bitte sehr. Wo hast du den hingepackt? Jetzt wollte ich jetzt meine, ich hätte meine rote Wolle vercraftet. Wow. Moment. So. Wie? String. Naja, wer weiß, wo die hingeraten sind. Da sind nochmal Spieler. Hi. Ja, das sind doch bestimmt die. Die sind gerade von der Base gekommen, ja. Verfolgst du nicht. Gib dir irgendwas wieder. Hast du noch was von der Rüstung ausgegeben? Aufgehoben? Und schmeiß ich den wieder hin oder sowas? Ja, das sind die zwei. Ja, hast du noch was aufgehoben? Willst du was geben? Ich bin mir nicht sicher, ob das Script das akzeptiert jetzt einfach. Also ich bin mir sicher, dass dadurch, dass das Karl jetzt raus ist, kann er sich jetzt. Also eigentlich gilt das nicht, da er tot ist. Also er kann es sich jetzt eigentlich nicht nochmal ranholen. Rein theoretisch. Weil er tot ist, das heißt, er ist draußen. Und ja. Also rein vom Plugin her ist er jetzt tot. Das heißt, auch wenn er jetzt eine Wolle hat und irgendwie ist, ist er jetzt tot. Das heißt, es kommt keine Death Message oder sowas, wenn er stirbt. Aber ich weiß es halt nicht, wie wir das handhaben. Wir könnten es theoretisch so weitermachen und den dann nachher nochmal hinzufügen. Ja, aber wieso? Hat er was geschrieben oder was? Hat er geschrieben, dass sie jetzt genug Wolle hatten, oder? Jo, weil sie jetzt gerade einen gekillt haben. Naja, bis jetzt kommt man immer noch Leute wieder rein. Ja, eben. Ne? Kannst du den wieder reinschreiben, oder? Ja, jetzt gerade mittendrin nicht, aber nachher dann halt. Das heißt. Hier über Slamper Gauk. Okay. Haben wahrscheinlich angegriffen. Ja, aber dann haben sie jetzt noch ein Leben mehr. Wenn Gauk beide getötet hat. Ja. Wir haben damit eigentlich, also wir könnten es so machen. Ja, ich weiß halt nicht. Das ist ja. Ja, normalerweise könnten sie jetzt das Karriere wieder reinholen. Das ist genau das Problem. Ja, das war früher eben so, ja, genau. Aber. Da kommen sie schon wieder. Wo bist du denn schon wieder? Ich verstehe deren Problem gerade nicht. Die haben die Wolle nicht dem Liskare rübergegeben, sondern sie auf dem Boden platziert. Klugerweise, warum auch immer. Wieso haben sie auf dem Boden platziert? Ich weiß es nicht. Weil sie wahrscheinlich gedacht haben, ja, baust du halt dann wieder ab. Hätte er die Ruhe geworfen, hätte er wieder Leben gehabt, wäre er im Spiel drin gewesen oder was? Naja, er kann halt immer noch weitermachen. Achso, er kann weitermachen, wenn er Wolle im Inventar hat. Ja, aber die haben doch die jetzt beide nochmal gekillt, die müssen noch eine haben hier, also. Wir können leider, wir haben keine OP-Rechte, wir können keine, wurde erschienen. Ja, Liskare braucht theoretisch keine. Also dadurch, dass er jetzt im Battle draußen ist, wird auch nicht dadurch gekillt oder so. Also er kann einfach mitkämpfen. Ja, er kann mitmachen. Er wird halt auch keine Wolle droppen. Die ganzen Sachen, die normalerweise passieren, wenn du stirbst und im Battle noch drin bist, passieren dann halt nicht. Zum Beispiel, dass er wird nicht mit Rüstung respawnen und sowas. Hat er jetzt eine Wolle oder zwei Wolle im Inventar? Warte, bleib mal stehen, renne nicht rum wie so ein Falschgeld. Sonst muss ich mal hinterher rennen und gucken, wo du was machst. Die Frage ist, habt ihr eine oder zwei Wolle? Die haben jetzt anscheinend beide, also der Gauk hat beide im Inventar. Dann soll er doch eine Liska hinwerfen. Ja eben, das wäre am einfachsten. Es ist halt, das ist halt einfach kein Szenario, das wir angeplant haben. Das war auch von Anfang an nicht im Skript geplant, sondern das müsste man halt noch dazu machen. Das war ist auch kein, jetzt nicht irgendwie ein Fehler im Skript, sondern das war einfach nicht implementiert, weil es nicht besprochen war. So. Ja, ja. Kommt immer wieder was Neues dazu. Ja. Warte mal, da stehen. Nee, erzähl dich, wie? Ne, jetzt hört er einfach auf. Ja, das hat keine Farbe im Chat und nix. Aber wenn sie bis nächstes Mal beide überleben. Hä? Ich verstehe das nicht. Ich auch nicht.
ein Inventar, zwei auf deinem...